Knack den Kurschart. Hallo, wir dürfen euch heute zu einer neuen Folge von Velo Total TV begrüßen und das haben wir für euch im Programm. Wir haben den Rollentrainer Rock'n'Roll von Kinetic ausprobiert, waren mit dem neuen Enduro-Bike Slide von Radon auf den Trails unterwegs, haben die Iron Tree Zone in Regensburg besucht und geben euch Tipps zum Thema Indoor Cycling. Noch dazu interessante Parts in unserem Produkte-Check. Und heute bei uns im Studio Wolfram Kurschat. Freut mich, dich hier begrüßen zu dürfen im Velo Total TV Talk. Unsere neue Sendung mit dem Studiogast Wolfram Kurschat, genannt auch Wolfman. Und ja, ich darf dich hier begrüßen. Wie bist du eigentlich zu dem Sport gekommen? Ja, 1989 habe ich angefangen. Damals war ich noch so auf dem BMX unterwegs und das wurde mir dann geklaut. Bist du BMX-Rennen gefahren? BMX-Rennen nicht, nee. Also wirklich nur zum Spaß BMX. Das wurde mir dann in der Schule damals geklaut. Und, also IT-Zeiten, IT, BMX, das genau war die Generation. War's. Genau das war's. Absolut, ja. Hatte jeder ein BMX-Rennen. Ja. So sieht es aus. BMX 2000, ja. Ne? Das war dann weg und dann zack, ging es in den Radladen mit den Großeltern. Dann haben wir die größeren Räder gesehen, ne? Also die BMX-Räder mit 26 Zoll. Habt ihr auch eigentlich so Wettspringen gemacht, so Weitspringen damals? Weil, da gab es dann noch keine Parcours oder wie es ja, heute ich war so mit Jungs halt mit meinen Freunden im Stadtpark unterwegs, sind wir da Treppen hoch und runter gesprungen und ne? das war es letztlich. Ja, ich kann mich noch erinnern, ich bin mehr geflogen, hingeflogen wie gefahren, das weiß ich noch. Ziemlich oft gestürzt, fast täglich. Naja, aber das war cool. Die ersten Mountainbikes, das war irgendwie geil. Ne? Da war Gangschaltung dran, konnte man noch schneller mitfahren. Und ich kam echt durch Zufall zum ersten Rennen. Das war damals im Dorin Cup in Winterberg. Mhm. Und 1990. Ist das da, wo das Bike Festival ist, oder? Genau da. Aha, okay. Genau da. Okay. Ja, dann gab es ja 1990 parallel zu den Querfeldeinrennen auch immer so Mountainbike-Rennen als Side-Event. Im Winter meinst du? Im Winter, genau. Ja, Winter. Bin ich auch gefahren, sehr gut. War super. Und ja, 91 dann die erste richtige Saison, ne? Mit BDR-Lizenz damals als Juniorenfahrer. Deutsche Meisterschaft? In Hindelang. Absolut. Ja. Platzierung? Ach, ich weiß nicht, irgendwas mit 30, da muss ich noch Lehrgeld zahlen. Ich war Vierter. War mein erster, in Anführungsstrichen, kleiner Erfolg. Ja. Kann ich mich nur erinnern, aber cool. Coole Strecke, super Kulisse. Genau. Ja, und dann, damals nach System trainiert, hier Regensburg, Prediasport, Medisport später. Da warst du damals schon genau, in Regensburg und jetzt wieder, heute und wieder jetzt im wieder. Studio. So schließt sich der Kreis. Absolut. Ja, und dann ging es ab, ne? Seit 92, dann bin ich dabei. Super. Geblieben. Ja, sehr interessante Einleitung. Also die Mountainbike-Geschichte hat er auf alle Fälle mitgeprägt. Unser Wolfram, genannt Wolfman, wie gesagt, ist ein cooler Name. Und wir haben jetzt einen neuen Test vorbereitet und den seht ihr jetzt. Realistisches Fahrgefühl durch Simulation von Seitenbewegungen. Das verspricht Kinetic mit dem Rock'n'Roll Rollentrainer. Der grüne, U-förmige Bügel schwankt im Wiegetritt mit dem Hinterbau hin und her. Damit fühlen sich die Bewegungen des Rades realistischer an als mit einem starren Rollentrainer. Da der Trainer mit dem Rad mitschwingt, simuliert er ein Fahrgefühl und schont dadurch die empfindlicheren Carbonrahmen. Die stufenlose Montage und Verstellbarkeit der Rolle fordern etwas Fingerspitzengefühl. Dafür muss man sich im Sattel keine Gedanken mehr machen. Je stärker man tritt, desto höher der Widerstand. Gefühlt voll straßig. Auch weil das Vorderrad auf einem Mini-Karussell sitzt. Die Schnellspannvorrichtung erlaubt ein schnelles An- und Abmontieren des Rades. Um den Trainer in der Wohnung leichter verstauen zu können, braucht man nur die Beine abnehmen und schon passt er auch in die Ecke neben dem Regal. Der Trainer kann ohne Probleme Laufräder von 22 bis 29 Zoll aufnehmen.
Zudem gibt es einen Adapter, der das Verwenden von bis zu kleinen 16 Zoll Rädern ermöglicht. Der Widerstand ist von 5 bis 3000 Watt einstellbar. Der Kinetic Rock'n'Roll ist zur Steigerung von Kraft und Kondition sowie Verbesserung der Fahrtechnik über die Wintermonate ein idealer Partner. Dazu ein Crash Replacement Programm und lebenslange Garantie. Ja, dieser Rollentrainer, der hat ja nicht nur von der Farbe Ähnlichkeit mit deinem Bike, das ist ja echt ein cooles Teil, hat mir sehr gut gefallen. Was sagst du dazu? Ja, also Rollentrainer ist nach wie vor ein super interessantes Produkt. Also gerade zu der Jahreszeit ist eins meiner Haupttrainingsgeräte. Und ich bin ja auch in der Szene bekannt als der Master of Rollentraining. Ne? Also Spinning war gestern und die PS-starken Rollenprogramme von Wolfman, die sind in der Szene sehr berüchtigt. Aha. Ja, also alle Leute, die ich auch coache und denen ich Tipps gebe, wie sie sich weiterentwickeln können, die nutzen auch über den Winter, also mindestens einmal in der Woche, meine Konzepte zum Thema Rollentraining. Gehört es auch zum Warmfahren von einem Wettbewerb, genau, oder genau. Wettkampf, dass ja, du dich dementsprechend warm fährst auf der Rolle? Ja, ich war so wirklich damals einer der Ersten so in den Mitte der 90er, der sich vor den Wettkämpfen, also vor dem Start auf Rollentrainern warm gefahren hat. Die haben mich damals immer alle wie so einen Außerirdischen angeschaut. Ne? Ja. Was macht der Kurscher da für einen Schwachsinn? Ne? Aber ich war auch einer der Ersten, der dann immer, wenn der Startschuss fiel, dann schon im Berg war. Ja. Wenn die anderen gerade mal den Asphalt verlassen hatten. Ne? Ja, das und, ist das A und O. Das bringt das halt. Das ist A und O. Ne? Gerade genau. Wenn schnelle Starts im Kriterien, ja, im Kriterium und im Cross-Country-Rennen musst du ja, der Start ist ja entscheidend, rennentscheidend. Genau, und das macht heute jeder. Also heute macht es jeder. Und ich bin halt, wie gesagt, stolz drauf. Es gibt so viele Dinge, ich bin sehr innovativ und ich habe viele Dinge auch früher immer ausprobiert und war einer derjenigen, der so als Pionier sowas dann in den Sport gebracht hat. Ne? Das heißt, dass ich damals auch der Erste war, der mit Scheibenbremsen am Start stand oder mit einem, aha, Riser war, wo mich alle ausgelacht haben, ja, und sagten, was ist das denn? Gehst du jetzt unter die Downhiller? Ne? Ja, was ist denn das? Ja, und heute, mal, was ist denn das, Riser Bar? Ja gut, ich meine, du kennst es ja damals noch. Also damals waren unsere Lenker ja so breit wie ein Rennradlenker. Ne? Dann, okay, hat man noch die Hörnchen, ja, drauf. Ja, relativ, ja, schmal. So, im Vergleich zu heute. Wenn man heute guckt im Cross-Country-Bereich, ja, fährt ja keiner mehr Hörnchen. Es werden breite Lenker gefahren. Ja, da fällt mir gerade ein, wie kommen die in der heutigen Zeit eigentlich im Wald manchmal durch so schmale Baumpassagen? Also das wundert mich in der heutigen Zeit. Also kleine Anekdote, aber anscheinend ist es Trend, oder? Ja, ich meine, also wie gesagt, man hat halt rausgefunden, gerade das Thema Sitzergonomie, ne, dass es einfach besser ist, jetzt nicht dieses ständige Umgreifen immer, Hörnchen, Griff, Hörnchen, Griff. Aber sondern, was ist jetzt Riser Bar? Ja, Riser Bar bezeichnet man, Riser Bar sind diese, sag ich mal, nicht diese, ja, es gibt Flat Bars, ja, das sind diese ganz normalen, geraden, klassischen Lenker. Okay. Und dann gibt es die Riser Bars, die sozusagen nicht nur eine Kröpfung nach hinten haben, sondern auch noch eine nach oben. Das also heißt so Beach Cruiser Style, ein bisschen so, ja, nicht so extrem ergonomisch, so ein bisschen angehaucht. Also man kennt ja die klassischen Downhill-Lenker, die, okay, man früher auch vor 10 Jahren schon im Downhill gefahren hat. Und daraus hat man jetzt im Prinzip Abwandlungen gemacht, auch für den Endurance-Bereich, also Cross-Country-Marathon, dass es so Low-Riser gibt. Das sind also, die haben vielleicht so eine Kröpfung von 2 Zentimeter nach oben, ja, ja, und dann die normale Biegung nach hinten. Finde also ich extrem wichtig, weil die natürliche Stellung ist ja diese hier und nicht, genau, diese hier, weil das tut ja schon weh beim, wenn ich das jetzt schon antäusche, tut das ja schon weh, das wäre jetzt gerade. Und wenn, genau, ich jetzt die natürliche Stellung hätte, ja, bin ich entspannt und dann ist sie leicht geköpft. In dem Falle. Ah ja, ich meine, und ja, auch die Lenkerbreite heute, ich fahre jetzt einen 70 Zentimeter breiten Lenker, ja, früher waren wir mit 50 Millimeter unterwegs. Krass, ja, Wahnsinn. Und das ist ja ein Riesenunterschied, aber wenn man mal denkt, ne, ich meine, jeder, der Krafttraining macht, ja, der würde jetzt auch nicht seine Langhantel so anfassen, ne, sondern jeder. Das sind 20 Jahre, überleg, genau, mal. 20, ja, Jahre. 20 Jahre. 20 Zentimeter. 20 Zentimeter, ja. So sieht's aus. Cool. Ja. Ja, freut mich, dass du so innovative Geschichten mitentwickelst. Und du bist ja auch heute noch dabei, weiterzuentwickeln. Aber dazu kommen wir später. Jetzt erstmal ein neuer Beitrag. Und zwar waren wir mit dem neuen Radon Slide unterwegs. Und das seht ihr jetzt. K
Candy Red leuchtend neue und komplett überarbeitete Rahmen von Radon sieht nicht nur lecker aus, sondern ist auf abschüssigem Untergrund auch ein Genuss. Unter diesem Motto hat der Rahmenpapst Bodo Probst das neue Slide Carbon 160 in die Pipeline geschossen. Auch die SRAM X01-Schaltkomponenten mit X1-Kurbel passen zum Gesamtbild des Bikes. Die Kombination des superleichten Carbonrahmens und der X01-Gruppe macht aus einem Enduro quasi auch ein Bergrad. Mit der RockShox Pike RC2P Federgabel mit 160 mm Federweg kann man das Enduro multifunktional auf die persönlichen Bedürfnisse einstellen. Der RockShox Monarch RT3 216 Dämpfer kombiniert mit einem perfekt stimmigen Rahmenfahrwerk macht seinem Namen alle Ehre. Lenker und Vorbau von Raceface vollenden den Highspeed-Look. Die 27,5er DT Swiss Laufräder sorgen für Steifigkeit, mit dennoch genügend Komfort, um Fahrfehler geschmeidig auszugleichen. Die Schwalbe Hansdampf Trail Pace Reifen bieten selbst bei schwierigsten Verhältnissen maximale Sicherheit. 180 mm Bremsscheiben bringen das Bike von 100 auf 0 mit einem Fingerklick. Man fühlt sich nicht nur wohl, er verleitet das Slide zu neuen Horizonten im fahrtechnischen Bereich. Nicht umsonst war Radon mit dieser Enduro-Waffe in zwei Fachmagazinen Testsieger. Fazit: Mit diesem Bike werden Downhill-Trails zu Spielwiesen. Gewicht: 11,8 Kilogramm. Preis: 3.299 Euro. Ja, Wolfram, unsere Wege haben sich ja damals getrennt. Du Mountainbike, ich Straße. Du hast dich ja super entwickelt im Mountainbikesport. Erzähl mal ein bisschen was davon. Ja, also wie gesagt, 92 Vize-Europameister. Dann meine zweite Juniorensaison, da bin ich leider krankheitsbedingt ausgefallen. Dann ging es Richtung 97, U23-Klasse. Hatte ich es dann geschafft, den Europacup der U23-Klasse zu gewinnen. Damals habe ich mich da schon mit den Fahrern, die man dann in den letzten 10 Jahren international vorne gesehen hat, gebettelt. Und den absoluten Durchbruch hatte ich dann so ab 2007. Deutscher Meister, Bundesliga-Gesamtwertung und dann im Weltcup auch mehrere Podiumsplatzierungen. Du warst also letztlich lange Zeit der beste deutsche Mountainbiker. Kann man so sagen, oder? Ja, genau. Und international, die Top-Erfolge, es hat halt in Anführungsstrichen leider nur zweimal für einen zweiten Platz hinter Absalon gereicht. Einmal war ich wirklich knapp dran. Schaffst du den noch, den Weltcup-Sieg? Ah, wird echt schwer. Also ich war so knapp dran, 15 Sekunden haben mir damals gefehlt auf Absalon in Hoferlies, ne? Das heißt, dem bekanntesten Weltcup, den die Szene hat, ne? Und ich meine, ich bin jetzt 38, klar, es gibt viele Junge, die jetzt unterwegs sind. Nino Schulter ist im Moment absolut der Shootingstar, an dem beißt sich auch Absalon die Zähne aus. Wir würden dir die Daumen drücken, also nach Mike Kluge einen neuen Weltcup-Sieger in Deutschland wäre schon mal notwendig, oder? Ja, ich meine, wir haben viele gute Fahrer. Wir haben Manuel Fumic, wir haben Moritz Mielatz. Fumic ist dieses Jahr Vize-Weltmeister geworden. Ne? Dem haben, glaube ich, 7 Sekunden gefehlt. Ne? Das wäre der absolute Knaller gewesen. Ne? Also nicht mehr weit weg. Also wir sind, wie gesagt, so 3 Leute im Bunde, die wirklich in den letzten Jahren versucht haben, da international mal ein richtiges Ausrufezeichen zu setzen. Ja. Ja, wir kommen jetzt zu unserem Außenreport. Da waren wir bei Iron Treason unterwegs. Film ab. Hallo, wir sind hier live vor Ort in Regensburg im Triathlon-Fachgeschäft Iron Tree Zone. Und wir haben gehört, hier kann man sich vermessen lassen. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Kommt einfach mit. Hallo, jetzt bin ich hier bei euch gelandet. Sieht ja sehr interessant aus. Was macht ihr denn? Wir sind jetzt gerade bei der Radanpassung für den Sebastian sein 2014er Airstream-Radl. Und es ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Bereich Becken, was man da machen kann. Und zwar schaut das wie folgt aus. Man muss sich jetzt das so vorstellen, man hat 2 Möglichkeiten, die Höhe zu überwinden. Einmal das Becken zu kippen. Wenn das Becken allerdings sich nicht kippen lässt, muss ich die Höhe über den Rücken ausgleichen. Weil man sieht jetzt da beim Sebastian, er hat noch ein bisschen einen Rundrücken drinnen. Wenn man jetzt hergeht und kippt
sein Becken ein Stück nach vorne, dann wird der Rücken automatisch flacher und spart sich ungefähr so viel, ja, das sind gute 4-5 cm an Angriffsfläche im Wind ein, die wo man natürlich dann mit der Breite des Rückens hochrechnen muss, und das ist schon einiges. Also das sind so Feinheiten, wo man sich einfach ganz einfach viel Watt sparen kann. Das hängt dann entweder am Sattel, dass die Sattelneigung nicht passt. Das ist immer so ein bisschen schwierig, gerade beim Triathlonradl da ein Zwischending zu finden zwischen Beckenkippung und nicht nach vorne rutschen. Und die zweite Möglichkeit ist einfach, dass das Becken blockiert ist. Und da muss man mit dem Physiotherapeuten zusammenarbeiten. Und wir arbeiten dann mit dem Sebastian Stäbler zusammen. Wir schicken die hin, der weiß schon genau, was er machen muss. Er kriegt 5 Termine und dann ist das Becken wieder mobil und es geht nach vorne. Das heißt, das ist ein runder Ablauf, sieht sehr professionell aus. Also wenn ja, wir machen das jetzt auch schon relativ lang und die Beckengeschichte ist halt extrem wichtig, auch für die Größe des Radls. Man kann sich vorstellen, dass da unterschiedliche Länge rauskommt, desto gerader, also desto weiter das Becken kippt, desto länger wird der Körper. Und das kann oft 2 cm Vorbaulänge gleich ausmachen. Ja, ich meine, er ist ja jetzt kein Unbekannter. Das ist der Sebastian Neef aus Regensburg. Hallo erstmal, wie geht's dir denn? Hi, servus. Ja, gut. Also ich sitze jetzt hier auf meinem neuen Zeitfahrrad eben, das der Lack jetzt gerade professionell einstellt. Und muss sagen, da fühle ich mich jetzt schon ziemlich wohl drauf. Sieht sehr unbequem aus, weil du ja extrem gebeugt bist. Also dir geht's trotzdem gut. Ja, also ich weiß ja, dass der Lucky mich dann nachher noch gut darauf einstellen wird. Und ich kenne das Rad schon. Also bin das RTT Plus schon gefahren diese Saison und habe damit schon einige sehr gute Ergebnisse einfahren können. Und ja, deswegen vertraue ich da jetzt voll auf der nächste Saison, auf Airstream wieder. Und da greifen wir wieder richtig an. Gutes Ergebnis heißt zum Beispiel? In Immenstadt habe ich den internationalen Triathlon gewonnen. Das ist der älteste Triathlon in Deutschland. Und ja, da konnte ich einige namhafte Profis schon hinter mir lassen. Ansonsten war ich eher Vierter im Kraichgau noch bei der Deutschen Meisterschaft und 13. in Wiesbaden bei der Europameisterschaft. Respekt, was ist das? In welcher Disziplin startest du? Das ist Ironman 70.3 nennt sich das. Das ist quasi die Hälfte von einem kompletten Ironman. Und da ist eben das Rad von sehr, sehr wichtig. Deswegen bin ich jetzt froh, dass ich hier in der Iron Tree so einen professionellen Partner gefunden habe, die mich da wirklich super darauf vorbereiten. Oh, das ist sehr interessant. Da haben wir einen Top-Sportler hier bei uns hier in Regensburg. Und das sieht sehr interessant aus. Und würde ich sagen, macht jetzt ihr mal euer Ding. Und ich räume jetzt mal die Bühne hier. Würde ich sagen, viel Spaß erstmal. Ja, da siehst du mal, wie wichtig eine Sitzposition ist, ne? Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Zum Thema Zukunft hast du ja auch einiges zu sagen. Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt seit 25 Jahren in der Szene unterwegs und muss sagen, dass ich immer jemand war, der Innovationen in den Sport gebracht hat. Mhm. Ich war der erste deutsche Meister auf dem Full Suspension. Ich habe damals war einer der Ersten, der mit den Riser Bars am Start stand. Ich habe mir über Thema alternative Trainingsmethoden Gedanken gemacht, also wie man auch mit weniger Zeitaufwand entsprechend seine Leistung nach oben bringen kann. Mhm. Ja, ich denke, meine Fans wissen, ich habe auch 5 Jahre in Heidelberg Pharmazie studiert. Ja, ich bin offiziell approbierter Apotheker, bin aber in dem Job nicht tätig, sondern bin Berater für die Industrie und bin auch Berater für Sportler bezüglich Trainingsmethodik oder persönlicher Weiterentwicklung. Ich habe vor 3 Jahren auch dann ein eigenes Business gegründet, Wolfram Kurschat Sports and Health Consulting. Mhm. Ja, und bringe also, wie gesagt, meine Erfahrung als Sportler und mein Know-how aus dem Studium bringe ich sozusagen ein, um neue Produkte in die Bahn zu bringen oder um ja, jungen Sportlern wie zum Beispiel Lukas Baum, der jetzt Weltmeister geworden ist unter meiner Führung, dass ich einfach, ja, wie gesagt, also Innovation, Know-how in die Szene bringe. Okay, super. Ja, und hast du auch, wie läuft es ab mit den Athleten? Kannst du ein bisschen näher eingehen auf diese Thematik? Du coachst ja jetzt, du hast ja die Erfahrung selber geholt, aber du hast ja trotzdem auch noch, du hast ja auch noch Ziele. Und du willst die Athleten coachen. Wie verbindest du das? Ja, also ich habe in Neustadt an der Weinstraße, da wo ich jetzt seit 17 Jahren lebe, habe ich direkt hinter meinem Haus eine Trainingsstrecke angelegt in einem Waldstück. Mhm. Die hat mehr oder weniger den Charakter von so modernen Weltcup-Strecken.
und habe dort mein Athlete Development Center. Das heißt, junge Athleten können dort hinkommen, trainieren, können unter meiner Führung da trainieren. Mhm. Ja, wir machen Coaching, Wochenenden oder auch die deutsche Nationalmannschaft war jetzt letztens eine Woche da. Wie lange gibt es schon diese Institution? Die gibt es seit 2,5 Jahren. Wir haben auch insgesamt schon 4 Rennen dort auf der Strecke veranstaltet. Genau. Okay. Dieses Jahr war es ein Deutschlandcup. Und ist sie jedem zugänglich? Also jeder kann jetzt auf der Strecke... Die ist jedem zugänglich, genau. Also die Stadt Neustadt und das Umweltamt haben die jetzt auch für den offiziellen Trainingsbetrieb freigegeben. Das gefällt mir. Ja. Das heißt, ich kann jetzt von Regensburg nach Neustadt fahren? Du kannst nach Neustadt kommen, gehst in eine Ferienwohnung, nimmst dein Bike mit und dann kannst du auf der Strecke trainieren. Na, das ist doch mal eine Ansage. Die ist top in Schuss, ist in so einem Pinienwald angelegt, da liegt auch kein Laub am Boden, die wird von einem Gärtner gepflegt. Und man kann auch mit den Zeiten... Quasi, also du hast jetzt auf deiner Homepage die Zeiten festgelegt von der Strecke, das heißt, man kann sich orientieren. Soweit sind wir jetzt noch nicht, also wir haben jetzt noch keinen Internetauftritt, das wird jetzt alles demnächst noch kommen. Okay. Ja, aber letztlich, klar, du kannst auf der Strecke trainieren, Rundenzeiten haben wir. Ich kann mit dir auf die Strecke gehen, lass dich da 2 Runden fahren, guck mir das an, ne? Machen mit dir so dein persönliches Assessment Center. Das gefällt mir. Ne? Kann dir dann sagen, an welchen Fähigkeiten du arbeiten könntest, um... Sag ich mal, da wäre ich ja mal gespannt. Ne, wenn du dann in 3 Wochen wiederkommst, noch eine schnellere Runde aufs Parkett zu legen. Aber es ist richtig schön mit Anliegern, Sprüngen und man kann sich da wirklich 10 Minuten komplett im Grenzbereich bewegen. Hört sich sehr interessant an und da coachst du quasi deine Athleten auf dieser Strecke kombiniert mit deinen Erfahrungen. Genau. Das heißt, du machst quasi deinen alten Beruf zu deinem neuen Beruf. So sieht's aus. Verbindung mit dem Coaching eben? Ja. Super Sache. Im Moment das Wetter eher bescheiden. Winterlich, schneit, empfiehlt sich ja Indoor-Cycling. Dazu haben wir einen kleinen Beitrag gemacht. Ich selber gebe ein paar Stunden in der Insel Regensburg und den schauen wir uns jetzt mal an. Hallo, wir befinden uns hier in einer Indoor-Cycling-Stunde im Fitnesscenter Die Insel in Regensburg. Indoor-Cycling war Mitte der 90er extrem populär geworden. Es war ein Hype aus Amerika. Indoor Cycling ist ein Workout, das in der Gruppe betrieben wird. Die Gruppe wird animiert durch einen Instructor. Der Instructor fährt vor dem Feld vorne an. Indoor Cycling hat den Effekt, dass die Leute, die sich in der Stunde befinden, generell ihre Trittfrequenz verbessern, ihre Technik verbessern. Das heißt auf gut Deutsch, wenn die Schwungscheibe den Speed vorgibt, dann wird der Tritt automatisch runder. Die Schwungscheibe durch die hohe Trittfrequenz formt den schönen runden Tritt. Und durch diesen runden Tritt wird das Fahren mit einem Fahrrad wesentlich effizienter, angenehmer, entspannter, einfach effizienter. An den heutigen Bikes haben wir die Möglichkeit, die millimetergenaue Anpassung vorzuführen. Die kann man in jeder Stunde wieder abrufen. Das heißt, jeder kann sein Bike perfekt gestalten. Im Winter haben wir die besten Möglichkeiten, vor einem Frühjahrsauftakt uns zu präparieren. Präparieren in dem Sinne, dass wir jetzt einfach unseren Tritt schöner gestalten, indem wir die Intervalle trainieren, Intervalle mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Das heißt, die Pulsfrequenzen kann man kann sehr schön mit Pulsfrequenzen spielen durch die Schwungscheibe durch die Bremse an der Schwungscheibe. Die Bremse ist zugleich der Widerstand. Das heißt, dass man kann die Wattzahl erhöhen in Form des Widerstandes. Wenn die Wattzahl erhöht wird, kannst du den Puls bis auf 180 und mehr hochschießen. Du kannst die Trittfrequenz noch vergrößern und versteigern. Das heißt, alles in allem ein rundes Thema. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mich mal bei einer meiner Stunden besucht.
jeden Sonntag um 19.15 Uhr im Fitnesscenter Die Insel in Regensburg. Ja, in diesem Sinne, sportfrei! Ja, hat dir Spaß gemacht. Auf alle Fälle interessantes Thema im Moment, die mediale Umgestaltung. Da habe ich ja auch interessante Informationen. Wie siehst du die Zukunft generell im Mountainbikesport? Ich habe ja mal gehört, ich meine, du bist ja relativ lange Zeit schon ein Top-Weltcup-Fahrer. Hm. Ich habe aber mal mitbekommen, jetzt vor einiger Zeit ist Red Bull TV eingestiegen in diese ganze Geschichte, in diese Verfilmgeschichte. Hm. Jetzt auf einmal hast du mehr Anerkennung der Öffentlichkeit. Ist ja, da was dran? Ich war so 2009, war meine aktuell beste Saison mit den Weltcup-Podien. Und ich muss sagen, aber seit 3 Jahren, seitdem Red Bull Media House diesen Mountainbike-Weltcup auf der Seite live als Live-Coverage ins Netz stellt, ist der Bekanntheitsgrad aller Athleten eigentlich gestiegen. Ne? Also ich meine, in den letzten 2 Jahren waren so, wer war der 18. Platz eigentlich mein bestes Resultat. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich in Neustadt, da wo ich lebe, oder auch in der ganzen Szene, dass man einfach bekannter wird, weil einfach dieses mediale Interesse oder das Interesse der Fans auf dieser Red Bull-Übertragung liegt. Und dann wird natürlich nachgeguckt, okay, welcher deutsche Athlet fährt da jetzt noch mit, auf welchen Plätzen kommt man rein. Also Internet, Fernsehen. Und das kennen die Leute, ja. Also die Leute sprechen mich jetzt in Neustadt auf der Straße an, sagen, hey, du bist doch der Mountainbiker und ich habe mir letztens die Übertragung angeguckt, da hat ein Nino Schurter meinetwegen gewonnen, hey, du bist doch 18. geworden. Ja, ist doch perfekt. Na, und das geht für mich jetzt echt in so eine richtige Richtung und ich hoffe, dass der Sport sich in den nächsten Jahren noch weiterentwickelt. Super, also kann man sagen, Internet, Fernsehen hat dir massiv weitergeholfen, um dich selbst zu präsentieren in der Öffentlichkeit? Definitiv. Also meine Kinder, die sind jetzt, also meine Tochter ist 9, meine beiden Söhne sind 5 und 7, ja. Und ich meine, selbst mein 7-jähriger Sohn guckt sich Mountainbike-Videos im Internet an. Ja. Na, ich meine, meine Tochter, die schaut sich Videos an, wie man sich richtig schminkt, ja. Mhm. Und so Sachen. Ne? Aber da merkt man einfach, dass die jungen Leute gucken im Internet einfach das, was sie interessiert. Genau. Ja? Egal, was im Fernsehen läuft. Genau. Ich klappe das Notebook auf. Die jungen Leute, sie bestimmen das Programm und nicht so umgekehrt. Aus. Ja. Und das ist eine neue Generation und damit müssen wir uns abfinden. Und deswegen können alle Leute, die dich gerne sehen wollen, auch permanent zugreifen im Internet auf unsere Wolfram-Kurschat-Sendung. Und da würde ich sagen, das ist eine tolle Überleitung zu unserem Produkte-Check. Und da haben wir einiges für euch vorbereitet. So, hier sind wir jetzt neu in der Redaktion bei uns eingetroffen, die Cycwear-Hose. Das ist jetzt hier die neue H14 und im Vergleich zur H12 ist sie definitiv etwas länger geworden, circa 5 cm. Und wir haben hier ein neues, überarbeitetes Pad. Das ist ein Carbonum-Pad, sehr hochwertig, kann man sagen, höchste Qualitätsstufe. Was mir sehr gut gefällt bei dieser Hose, ist diese matte Optik, nicht die glänzende, sondern eher matt hier. Und was mir auch super gefällt, der ist jetzt fast Standard geworden, aber schon Standard bei den etwas hochwertigeren Materialien, ist dieser wunderschöne Beinabschluss. Was mir am besten gefällt bei der Hose, sind diese extrem verstärkten Nähte, die meines Erachtens eine gute Figur machen. Alles in allem ein 1A Sahneprodukt, was im Moment auch optisch sehr angesagt ist. Eine Hose für 94,90 Euro. Eine Top-Hose zu einem absolut erschwinglichen Preis. Ja, wir haben hier eine Lupine-Lampe. Das ist die Betty R14. Ein sehr geiles Produkt. Eine wunderschöne Neoprenverpackung. Und zwar einmal Akku, Lampenkopf, Ladekabel. Einmal eine Fernbedienung für den Lenker. Selbst ein Autoladekabel ist dabei. Hier haben wir noch ein Verlängerungskabel, damit man den Akku auch in der Rückentasche fixieren kann. Und das ist lang genug ist eben für den Lampenkopf auf dem Helm. Und last but not least, den Charger One. Die Lampe Betty R14 ist die stärkste Lampe, die es gibt im Lampensektor.
Lupine ist eine deutsche Firma, mittlerweile Marktführer geworden, Testsieger in mehreren Magazinen. Also es ist mit 4500 Lumen die hellste Lampe auf dem Markt. Die Fernbedienung ist am Lenker befestigt. Das heißt, wenn ich die Lampe ab und zu bei voller Power schalte, dann kann es passieren, dass die Äste zum Teil dermaßen hell erleuchtet sind, dass sie mich sogar blenden. In dem Fall kann ich, um mir den Akku zu sparen, und wenn ich mal eine längere Tour im Wald unterwegs bin, kann ich die Lampe auch auf niedrigerer Stufe schalten mit einem simplen Knopfdruck. Wenn die Lampe volle Pulle läuft, habe ich 2 Stunden lange Laufzeit mit dem Hochleistungsakku. Gewicht 610 Gramm. Der markante Lampenkopf hat eine 7 LD Platin Layout. Leicht zu montieren auf Helm oder Lenker. Es gibt auf alle Fälle für den Lenker noch ein Setup, ein professionelles mit einem Schnellspanner, was ich persönlich sehr cool finde, weil es einfach wunderschön aussieht, filigran schön am Lenker zu befestigen. Wenn ich mich auf dem Trail nachts bewege, dann sehe ich einfach alle Äste, und durch diese extreme Helligkeit von 4500 Lumen sehe ich quasi jeden einzelnen Ast klipp und klar. Das heißt, klipp und klar bei völliger Dunkelheit. Der Preis von 885 Euro ist meiner Meinung nach nicht ganz günstig, aber auf alle Fälle für die Qualität ist es den Preis absolut wert. So, da haben wir ein neues Produkt. Eine wunderschöne Verpackung erstmal. Sieht nach einem Sattel aus. Ist auch ein Sattel. Ah, ein Sattel aus Italien von der Firma Astute. Sieht erstmal sehr interessant aus, aber das ist ja nicht alles, weil die ganze Technologie verbirgt sich nämlich hinter diesem Kunststoffteil. Astute hat Kunststoffdämpfer hier eingebaut an dieser Stelle. Das sind spezielle Dämpfer, hochentwickelt, die absorbieren perfekt die Vibrationen. Der Sattel hat ein Titangestell. Das Gute an Titan ist, es dämpft noch sehr gut. Der Sattel ist einsetzbar sowohl für Mountainbike als auch für Rennradfahrer. Der Name Skyliner SR. Vom ersten Eindruck ein wunderschöner Sattel. Wir haben ihn auch draußen getestet. Würde ich einfach mal sagen, 5 von 5 Sternen, weil das Produkt perfekt funktioniert, dazu noch gut aussieht. Zum Preis von 119 Euro auch erschwinglich. Wir in der Redaktion können den Sattel absolut empfehlen. So, und jetzt haben wir noch einen Veranstaltungstipp, und da gehen wir gleich mal auf die Homepage. Das ist die Rundfahrt Rügen-Rund Radmarathon, 31. Mai 2014. Ganz wichtig, das ist an dem Wochenende zu Christi Himmelfahrt. Das heißt, man kann das perfekt verbinden mit einem Familienausflug. Eine Rundfahrt mit 2 Gruppen. Das heißt, die eine Gruppe fährt relativ schnell mit einem 38er Schnitt, also sehr sportlich. Und dann gibt es natürlich auch eine etwas langsamere Gruppe. Die fährt dann roundabout mit 27 km/h Durchschnitt, also ungefähr 10 km/h weniger, etwas entspannter. Ich finde diese Rundfahrt sehr interessant, weil es eine Art Sightseeing, es ist ein Sightseeing-Marathon. Wir kommen Richtung Kap Arkona. Wir kommen in der Rügenrund an den Dornbusch vorbei mit Blick auf Hiddensee, Insel Hiddensee. Dann haben wir in Lauterbach das Hafenflair, auch super interessant. Dann kommen wir nach Lietzow, das ist die Trennung vom großen und kleinen Jasmunder Bodden, auch sehr berühmt. Start und Ziel ist am Ostseebad Binz. Ostseebad Binz ist vom Flair meines Erachtens eines der interessantesten Gebiete. Für jeden Teilnehmer gibt es auch eine Finisher-Medaille mit dem Rügen-Logo. Finde ich auch sehr toll. Alles in allem ist diese Rundfahrt von mir als Ex-Radprofi maximal zu empfehlen, weil es etwas anderes ist. Auf einer Insel eine Rundfahrt zu fahren mit einem tollen Flair. Im Moment noch begrenzt auf 500 Starter, das heißt schnell anmelden, sich noch einen Startplatz sichern und mit der Familie an Christi Himmelfahrt ein wunderschönes
Inselwochenende erleben auf einer deutschen Insel und das Ganze kombiniert mit Sport. Eine super Veranstaltung, absolut zu empfehlen. Rügenrund-Marathon 2014 am 31. Mai 2014. So, das war's jetzt erstmal wieder mit unserem Produktecheck und mich sieht er gleich wieder zurück im Studio. Ja, also sehr interessante Themen in unserer kleinen Talkrunde. Ich hoffe, dir hat's gefallen bei uns. Und also ich habe jetzt eine relativ trockene Kehle. Wie geht's dir? Ja, ich kann auch was zu trinken vertragen. Ja, willst du was zu trinken? Also ja, wir haben ja schon eure Minibar gesehen. Ja, wir haben ja was vorbereitet. Also, kriegst du erstmal ein Gläschen. Ich gönne mir auch was zu trinken. So, dann Bier wahrscheinlich für dich weniger, ne? Wodka? 42% weniger, nee, okay. Wodka kann ich. Ihr könnt noch einen kleinen Rotkäppchen. Nee. Aus Riga ein Balsam. Ich würde vorschlagen, ich habe ja gerade gesagt, Stichwort Apotheker. Ne? Apotheker ist ja der Experte für Drogen. Bier. Wobei Drogen heißt hier getrocknete Pflanzenteile. Oh. Und ich habe hier mal einen Tee mitgebracht. Thema Matcha, grüner Tee. Okay. Aha. Feines grünes Teepulver ist im Moment gerade ziemlich in. Ich habe das damals in Japan kennengelernt, vor 5 Jahren. Also der Tee kommt aus Japan, nicht aus Kolumbien? Nee, aus Japan. Ah, okay, okay. Das ist Matcha-Tee. Das ist so feinstes grünes Teepulver. Sehr interessant. Ne? Als Instant verpackt in so Beutelchen. Der her damit. Kann man sich mit Wasser Ist das so ein Beutelchen hier aus dieser... Ist das, ja, genau. Ist das das Zeug? Das musst du unbedingt probieren. Aha, und was ist der Unterschied zwischen Schwarz und Weiß? Hier ist was Weißes, hier ist was Schwarzes. Gib nochmal einen Schwarzen. Das ist was Schwarzes, ja. Und ich soll den Weiß mal testen, oder? Nee, pass auf, ich mix das hier und dann trinken wir das beide. Aha. Das schmeckt geil. Interessant. Focus TM, aha. Dr. Kurschert mixt. Dr. Kurschert, ja. Nee, das schmeckt echt geil und erfrischend und ist halt mal eine gesunde Alternative. Okay. Probieren wir. Zum Wohl. Auf den Wolfman, auf die nächsten 20 Jahre auf Mountainbike. Die nächsten 20 Jahre Mountainbiken. Oh, schmeckt geil. Das wird mein neues Lieblingsgesetz, Wolfram. Wolfram hat mich sehr gefreut, dich bei uns im Studio gehabt zu haben. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Velo Total TV.